So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Gag. Gumpi ist wieder mal am Gamen. Hoffe, euch geht's gut. Bei mir soweit alles okay. Und damit fangen wir auch schon an. Heute im Video zu sehen Gold Rush The Game. Ich zeige euch heute, wie ihr am schnellsten zu dem Waschtisch kommt, damit alles ein bisschen schneller geht und wo das Goldwaschen erst so richtig anfängt. Jo, das war eine schöne Einleitung, oder? Jetzt geht's los. Und zwar, wir fahren mal kreuz und quer über die Straßen. Zuerst müssen wir zur Bank. Und zwar, wir brauchen. Müssen sie einen Claim mieten. Natürlich, jeder Goldschiff braucht einen Claim. Hier haben wir mit dem Geld noch nicht so gut ausschauen. Geht nur mieten. Der erste ist ja kostenlos. Weil wir natürlich Profis sind, brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr Zeit zum Zurückzahlen. Wir nehmen sie einen Kredit. Jawohl, 2224. Mit dem Geld können wir da jetzt schon ein bisschen was anfangen. Als erstes fahren wir jetzt einmal in den Shop und dann ein bisschen einkaufen. So, da sind wir schon. Packen wir uns ein. Perfekt. Na ja, los geht das fröhliche Shoppen. Da haben wir noch jede Menge Zeug. Das kommt alles noch, Oh, große Wasserbomben. Beste. So, jetzt ist schon aus. So, das wird unser Süßer, der Waschtisch. $6000 brauchen wir für den. Dass wir das nicht händisch aussuchen müssen, das Geld. So. Er schlagert uns vor in der normalen Sache, dass man nicht eine von den zwei Waschrinnen kauft. Aber wir kaufen gleich beide. Da haben wir dann nämlich vier Matten. Mit vier Matten fangen wir natürlich gleich ein bisschen mehr Gold auf, gell? So, da brauchen wir den. Die Hogpen mit Anschluss für Wasserpumpe. Jawohl, da haben wir zwei Waschrinnen haben, können wir vier Matten einlegen. Wunderbar. Natürlich brauchen wir für den Wasseranschluss auch Wasserpumpen. Immer dazu. Das sind dann schon mal gescheite Verteiler, gell? Jawohl, das wird dann sein. Wir brauchen einen Schlauch. Den wir anstecken und was man nicht vergessen darf, Wasserpumpen braucht auch einen Ansaugschlauch. So schaut's aus. Dann braucht man noch einen Eimer dazu. Ohne den geht nichts. Und Ersatzteile und so Geschichten, Batterien. Ups, ein Kanister brauchen wir auch. Ein bisschen Diesel. Die Wasserpumpen rennt. So, was wir noch brauchen ist für den Ansaugschlauch ein Fütter, Wasserfütter. Richtig. Perfekt. So, schaut ja schon mal ganz gut aus, ne? Und zur Kasse. Wasserbomben, Button. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Na, passt. Jawohl. Herzlichen Dank. Wie man sich erwarten kann, wenn man das Geld einkauft, dass man ein bisschen einen besseren Service hat und dass das gern aufgelohnt wird. Ja, Service wird da wohl nicht so groß geschrieben, ne? Ja. Wie man da auch schon kennen kann, sind die schön beschriftet. 1, 2, 3, 4. Man weiß, was wohin gehört. Voilà. Eine mit dieser Hand. Wasserschlauch. Leider muss man da immer alles einzeln nehmen. Was das? Ja. Nö. Ah.
Bin ja zurecht. So, nein. Jetzt geht's. Kübel. Wasserbomben. Kommen wir da her. Ah. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Aber so auf dem Wasserfilter können wir gleich da dran stecken. Patsch. Okay. Was mit dir da heute so glaubst? Alter. Andere. Kanister. Ja, gut. Das war's. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. Passt. Jetzt müssen wir zuerst einmal tanken fahren. Füllen wir gleich einen Kanister, die Wasserpumpen, das Auto füllen wir auch gleich an. Dass uns so der Sprit ausgeht, haben wir nur mit halber den Tank gekriegt. Witz eigentlich. Motor aufstellen bitte beim Tanken, danke. So, auch für die Bowl. Jetzt. Ah. Dass man die Wasserpumpen mal umgehauen. Mein Gott, ne? Ja, da. Gut, geht eh. Wird eh da gehen. Ah, geht schon. Okay, die habe ich schon gedankt. Ah! Trottel. Ein Kanister anfühlen. Also. Oder der. Jawohl. Und jetzt geht's ab auf den Claim. So, da sind wir jetzt auf unserem Claim. Jetzt geht's los. Was am Anfang vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen könnte, ist, man kann die Waschrinnen nur an einem gewissen Ort platzieren. Das heißt, man kann die nicht überall hinbauen, sondern das geht nur da. Genau, direkt da am Fluss. Wasser braucht man zum Goldwaschen. Und die zweite Waschrinne. Da ziehen wir da her. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ich glaube, verkehrt geht es eh nicht. So, dann brauchen wir unsere Einfüttrichter. Machen wir da her. Ups. So geht das. Ja, Wasserpumpe. Ich glaube, die meisten von uns wissen, wie Wasserpumpen funktioniert. Gut so. Ah. Gibt mir den Schlauchern. Was steht da drauf? In, out. Naja. Nicht so schwierig. Rein ins Wasser. Jawohl. Man muss dazu sagen, man kann halt da nur den kleinen Schlauch anstecken. Und für die Ansaugung geht nur großer, also braucht man halt die zwei verschiedenen. Bei der Pumpe kann man zwei kleine und einen großen, was nach außen geht, anschließen. Das heißt, den Verteiler, den braucht man eigentlich erst später irgendwann, wenn man dann wirklich die große Waschrinne hat. Was übrigens da hinten platziert wird.
Oh, das dauert noch ein bisschen. So, Platten platzieren, noch drei. Vier Stück an dazu. Sieht man da oben schön. Drei Matten haben wir drinnen. Mit 0% Dreck. Beziehungsweise hoffentlich Gold. Oder? Und hoppla. Oder hin. Kanister. Ja, mit einem Kanister kann man nachfüllen. Ah, super, steht so gut. Kübi haben wir auch da. Ein Eimer. Hüpfen wir gleich was rein. Zack. Oder ne? Und das war's auch schon. Jetzt geht's schon los. Wir fangen an, wir starten. Das muss man dazu sagen, man hat verschiedene Werkzeuge zur Auswahl. Schaufel, Taschenlampe, kleine Schaufel, Bohrer, den kann man zum Beispiel beim Jeep die Raffen überschrauben, Schraubenzieher, Brechstange und Rohrzange. Jawohl. Wir brauchen jetzt einmal die Hand. Wir starten die Wasserpumpen. So, das sieht man schon. Da ziehst du das runter. Jetzt brauchen wir natürlich die Schaufel. Jetzt geht's los. Eins nach dem anderen. Immer eine mit der Garde. So, wie man sieht, die Prozente gehen schon schön auf wieder. Und wie man sieht, gehen die Prozente auch schön langsam auf. Das heißt, das dauert natürlich ein bisschen jetzt. Ja, jetzt haben wir annähernd unsere 100% gleich. Und da haben wir noch ein Nugget gefunden, jawohl, so oder nein, wir haben unsere 100%. Brauchen wir wieder die Hand, wir müssen den Generator ausschalten, also die Wasserpumpe. So, was jetzt der Fall ist, wir haben 8,7 Unzen gekriegt, nur durch die Gold Nuggets. Was super ist, weil wir fahren jetzt nämlich, bevor wir die Matten rausholen, fahren wir jetzt zuerst einmal in die Stadt zum Schmied und verkaufen unser Gold, dass wir wieder ein bisschen arbeiten können. Da wohnt der Schmied, da müssen wir her. Da kann man jetzt das Gold einschmelzen lassen. Schauen wir mal, 8,7 Unzen, ob das da noch kostet. 0,8 Unzen darf man verlieren. Wir verkaufen einfach das Erz. Jetzt sehe ich super aus, na bitte 8.500 Dollar. 1200 Dollar Marktpreis, ja. Okay, Schmelzpreis, ja, macht. Das passt schon. Wir brauchen die Kohle. So, und da schaut schon besser aus im Konto. Jetzt fahren wir ab in den Shop. Und da sind wir auch schon. Was wir jetzt brauchen,
ist natürlich unser Waschtisch. Jawohl. Einmal bitte hinzufügen. Danke sehr. Was wir da noch brauchen, ist nicht nur Wasserpumpen, sondern auch einen Stromgenerator. Richtig. Den brauchen wir jetzt nicht auf tanken, weil wir haben eh einen Kanister schon daheim. Dann brauchen wir einmal dünnes Stromkabel. Und ich glaube, das war's. Genau. Bam, 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 bam. Bestellung, danke. Das ist eine Freude. Der Generator auf wieder. Waschtisch. Ich hoffe, da sind. Ups. Jawohl, stellt schon die Garde. Und einmal am Kabel. Nein, das war nix. Ist schon drinnen. Eigentlich soll jetzt da Spanngurte auch geben bei dem. Dann, wo kann man das machen? Nix. Nein. Gibt's keine Spanngurte? Alles klar. Macht nix. Machen wir mal ein Licht drauf dran. Da was sehen. Na ja, dann geht's wieder retour vom Claim. Jawohl, das sind wir wieder. So, ich kürze euch die Fahrt nicht mehr wegen Arbeit, das ist jetzt nicht ganz so interessant. Ja, da wird immer schön erklärt, wenn man was Neues in die Hand nimmt, wie man das anschließt und. Ist natürlich der Vorteil, dass alles natürlich mit dem Waschtisch wesentlich schneller geht, die Goldaussiebung. Also, dann stellen wir mal da her. Stromgenerator. Ja. Wie ein Stromgenerator von sich. So, da. Einmal voll tanken, die Garde. Danke. Danke sehr. Tank ist wieder voll. Jawohl. Stromkabel brauche ich. Sondern nein, das geht ja schon los. Ja, angesteckt da. Da war angesteckt. Kacke! Den Wasserschlauch vergessen. Ah, aber jetzt fahre ich nicht extra Zug. Ich nehme dabei einfach den da. Das macht nichts. So, da. Was wir jetzt tun müssen, jetzt geht's los. Das ist einmal alles angeschlossen. Das passt alles. Jetzt brauchen wir natürlich das Gold aus den Matten. Und wie geht das? Da haben wir den Kübel schon mit Wasser. Wir tauchen es einmal rein. Zweites Mal geht nicht, da sagt er uns. Kein Gold mehr auf der Schürfmatte. Hast einmal Eindrang erreicht. Wasser gleich wieder rein dort. Wunderbar. Vier Matten gehen sie aus in einen Kübel zum Auswaschen. Oder was auch super ist, man kann das nicht ausschütten. Also, das war's. War gleich die ganze Hocken, um sonst gewinnen. So. Wir schalten jetzt zuerst einmal das Ding da rein. Da braucht man zuerst einen Strom, weil sonst rennt natürlich nichts. Ja, rüttelt schon die Garde, rüttelt schon. Und ein bisschen Wasser brauchen wir auch. Das rennt auch durch. Super. So, und jetzt haben wir den Dreck da rein. Hoffen, dass da gut rauskommt. Was haben wir? 0,5 nicht ganz haben wir gehabt. Mal schauen, was uns also der Durchgang bringt. Aber ist natürlich lässig, wenn man da nicht alles mit der Hand rauspicken muss. Das ist schon sehr langwierig dann. Wer es machen will, gern. Wenn man eben in Schaufeln eigentlich genug Arbeit. Naja, nicht ganz 3 Unzen.
Den einen Durchgang. Ja. Geht so halbwegs. Ja, die Herrschaften. So schnell kann es gehen, haben wir einen Waschtisch. Was wir jetzt eigentlich nur mehr machen müssen, ist so weiter. Ja, übrigens den Schlauch, ja, wie man gerade gesehen hat. Der bleibt natürlich über dem Boden liegen. Man kann ja, wenn sie es mit der rechten Maustaste, kann man den Schlauch wieder aufrollen. Genau, weil der hat natürlich eine Maximallänge. Ein Schlauch ist unendlich lang. Jawohl. Und bitte sehr. Und wir sind wieder bereit zum Schürfen. Naja, gut dann. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war es im Endeffekt für heute schon wieder. Falls es euch gefallen hat, lasst mal bitte ein Like da. Falls nicht, lasst es bleiben. In diesem Sinne, bis bald, euer Gumpi.